Hallo, ihr lieben Freunde, liebe Gemeinde, liebe Freunde der Gemeinde. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und schon am Sonntag hatten wir ja unseren virtuellen Gottesdienst. Naja, er war nicht ganz virtuell, wir haben tatsächlich hier Gottesdienst gefeiert, aber viele von euch waren an ihren Fernsehern und Laptops zu Hause mit dabei, haben auch das Abendmahl mitgefeiert, im Familienkreis, mit Freunden zusammen. Die Reaktionen, die haben uns echt überrascht und sehr, sehr gefreut. Deswegen wollen wir diese Möglichkeiten, die uns die Technik bietet, auch weiterhin nutzen. Und ich möchte euch gerne ein paar Gedanken weitergeben in der Zeit, in der wir jetzt gerade stehen. Heute Morgen haben wir von der Stadt Bühl erfahren, dass nun wirklich jegliche Versammlungen untersagt sind, polizeilich untersagt sind. Also alle Treffen, die hier in der Gemeinde hätten stattfinden sollen, werden nicht stattfinden, außer eben die Aufnahme unseres Livestream-Gottesdienstes am Sonntag. Seid wieder mit dabei. Wie können wir umgehen mit dieser Situation? Da fallen mir ein paar Gedanken ein. Zuallererst Johannes 16, Vers 33. Da sagt Jesus, in dieser Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht, denn ich habe diese Welt überwunden. Und das ist es, woran wir festhalten wollen. Ja, uns begegnen viele Unsicherheiten, viel Angst, viel Panik. Manche Leute, die nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Aber wir als Christen, wir wissen, an wen wir uns wenden können. Jesus hat uns versprochen, dass er jeden Tag mit uns sein wird. Und er hat diese Welt überwunden. Genau in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir als Christen wieder auf das Geistliche sehen und nicht auf das Natürliche, das Materielle. Die Menschen um uns herum, die sehen nur, was vor Augen ist. Aber wir wissen, was unsere Herzen erfüllt, nämlich Jesus Christus. Und als Menschen der Hoffnung wollen wir Hoffnungsträger sein in dieser Zeit, wo es viele gibt, die nicht wissen, woher sie Perspektive und Hoffnung bekommen sollen. In diesen Zeiten gilt das Wort, das Paulus an Timotheus geschrieben hat in seinem zweiten Brief, im ersten Kapitel. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und genau das brauchen wir. Die Kraft, die aus Gottes Nähe kommt, die Liebe, die aus Gottes Herzen kommt und die Besonnenheit, die aus Gottes Weisheit kommt. Das ist, was wir brauchen, das ist, was wir weitergeben wollen. Und wir haben keinen Geist der Furcht bekommen. Der Heilige Geist wird uns stärken, er wird dich stärken, er wird mich stärken in dieser Phase. Daran wollen wir festhalten. Deswegen reagieren wir nicht mit Furcht, sondern mit Kraft. Lasst uns beten für diese Situation, dass Gottes Wille geschieht. Lasst uns beten für die Menschen um uns herum, dass sie Hoffnungszeichen sehen und ihre Herzen für Jesus aufgehen. Lasst uns helfen, wo wir helfen können, wo wir in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft Menschen haben, die vielleicht zu ängstlich sind, um für sich einkaufen zu gehen. Dann können wir ihnen vielleicht helfen. Wir wollen schauen, ob wir als Gemeindeleitung auch hier Ideen weitergeben können, sodass ihr euch da einklinken könnt. Und lasst uns kreativ sein. So ein bisschen habe ich so das Gefühl, es ist wie in der Urgemeinde. Keiner hatte so einen richtigen Plan, keiner wusste, was wirklich kommen würde. Die Gemeinde hat sich einfach auf den Heiligen Geist verlassen. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen uns auf ihn verlassen, denn wir wissen, er wird uns gut führen. Und irgendwie bekommt das Wort aus Matthäus 18, 20 wieder ganz neue Bedeutung. Die einzige Zahl, die genannt worden ist über die Größe der Gemeinde, da heißt es, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also, wenn wir zu Hause als Familie Gottesdienst feiern, wenn wir zusammenkommen mit ein, zwei Freunden, dann ist das schon eine Gelegenheit, wo Jesus Christus in unserer Mitte unsere Herzen erfüllen kann. Und ja, vielleicht versammeln wir uns alle in unseren Häusern und sind doch verbunden, weil wir am Sonntag wieder gemeinsam miteinander Gottesdienst feiern. Geht einfach auf die Website www.gemeinde-concordia.de. Und ihr findet einen Button, wo es heißt gdk.de/live. Und dann könnt ihr da draufklicken und seid direkt verbunden mit unserem Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns auf diese Art sehen können und so verbunden bleiben. Der Herr segne euch. Musik.